Da sind wir wieder zurück im Körper der Voodoo-Mama. Außerdem, hallo, hier spricht Ustra. Schön, dass ihr da seid. Es geht weiter mit Tales of Monkey Island. Wir wollen doch noch einmal unseren wunderbaren... wie heißt er nochmal? Marquis de Cinch, dankeschön, nach uns beordern. Denn, Du darfst eintreten. Wir müssen nochmal mit ihm quatschen. Ich bin zurückgekehrt, aber ich weiß nicht warum. Sehr gut. Du bist zurückgekehrt, weil du weißt, dass du etwas hast, das ich verlange. Mein Buch über die Seku-Sprache? Warum sollte ich Ihnen ein so wertvolles Werk leihen? Eigentlich eine gute Frage. Sonst verhexe ich dich. Ja, bring mir das blöde Buch, sonst verhexe ich dich. Marquis, bring mir das Buch über die Sprache der Seekühe, sonst erteile ich dir eine Lektion in Sachen Voodoo anhand des funktionalen Endresultats eines Fluchs. Sie amüsieren mich. Da muss ich herzlich lachen. Es wird keinen Fluch geben, weil ich nicht daran glaube. Genug. Ich muss jetzt gehen. Du glaubst also nicht an Flüche, kleiner Marquis de Cinch. Aber keine Sorge. Dafür brauchen wir keine Übung. Flüche sind mein Spezialrezept. Außerdem wird mir Avuse sicherlich ein paar Kräfte leihen, um dir ein bisschen auf den Keks zu gehen. Ist nicht möglich. Ihre Energie kann doch keine Wirkung auf mich haben. Was ist nur mit mir? Da mache ich mich wegen ein paar lächerlichen Drohungen madig. Das ist ja lächerlich. Okay, also du denkst schon daran. So, dann wollen wir mal den Fluch auf die Reise schicken. Nicht? Das ist der schrecklichste Hosenzieher, den ich je erlebt habe. Ach du dicke Eier. Ich kann fast meine Unterhose riechen. Ja, jetzt denk mal drüber nach. Nein, das ist nicht möglich. Das hätte sie mir niemals angetan. Denk mal drüber nach, Marquis de Cinch. Vielleicht sollte ich ihr doch dieses blöde Sachbuch bringen. Nur für den Fall. Wer könnte das wohl sein? Es ist offen. Ich habe für Sie das Sprachsachbuch, die Sie gewünscht haben. Meine Gründe für diesen Schritt sind ohne Belang. Nehmen Sie's. Oh, für mich? Danke, Mark. Leg es hier auf den Tisch. Und jetzt zisch ab. Dann wollen wir uns mal das kleine Seku-Buch anschauen. Die Sprache der Seku in 12 einfachen Schritten. Lernen Sie die zauberhafte Sprache der Riesenseekühe in 12 einfachen Schritten. Zwölf einfache Schritte später. Sehr gut. Wow, ich wusste nicht, dass Seekühe über ein so imposantes Vokabular verfügen. Na gut. Ich denke, dann sind wir hier fertig und wir können uns... wieder auf den Weg machen, uns wieder zu befreien. Ich glaube, das müsste so rumgehen. Auf Wiedersehen, oh schnödes Flotsam Island. Verflucht seien Sie, Gaibolsch Tribut! Das war gar nicht so schlecht. Achso, jetzt hat er auf mich geflucht. Hubili. Ich meine natürlich das. Ich möchte den Fluch brechen auf mir. Naja, zumindest haben wir das jetzt auch mal gesehen, ne? Finde ich auch. Da bin ich wieder zurück. So, da wir nun die Sprache der Seekühe in 12 einfachen Schritten gelernt haben, wie es von einem mächtigen Piraten, wie mir nun mal so angedacht ist, hoppen wir wieder über die Planke. Und versuchen mal, die Seekühe zu verstehen. Ich mag die Mucke hier unten. Hallöchen! Zurück am Berg! Guybrush Threepwood am Apparat. Ich möchte mit dir reden. Entschuldigen Sie... Das wird nichts. Ich fange am besten mit Höflichkeit an. Höflichkeit. Okay. Hallo, es freut mich, Sie kennenzulernen. Hallo, Plankton.
Das finde ich clever. Das macht sogar Spaß, dabei nur zuzugucken. Sie haben wirklich ein sehr interessantes Vokabular. Ich bin nur Plankton für ihn. Doch, das ist eine gute Idee. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir beide cool bleiben. Höflichkeit. Das ist verständlich. Hallo, es freut mich, Sie kennenzulernen. Vielleicht sollte ich vielleicht in eine andere Kategorie. Moment. Geld und Gewohnheiten. Hotel Notfälle zurechtfinden. Rufen Sie bitte ein Taxi. Wo ist der Busbahnhof? Haben Sie eine Karte? Ich würde gerne ins Theater gehen. Ich würde gerne ins Aquarium gehen. Ich würde gerne in die Bücherei gehen. Nein, ich sollte nochmal sagen, hallo, es freut mich, Sie kennenzulernen. Okay. Oh, du hast einen guten Tag, das... ja. Okay. Soll ich jetzt sagen, einfach, das ist verständlich? Wie viel kostet das? Akzeptieren Sie Reisechecks? Was kann ich Ihnen jetzt sagen? Ich habe nichts zu verzollen. Okay, wie kommen wir hier weiter? Hotels und Restaurant. Ich habe natürlich... Ich hätte gerne ein Zimmer für 3 Nächte. Ist klar. Das Essen war ausgezeichnet. Kein scharfes Essen, bitte. Ich bevorzuge... Scharf und würzig. Ha, das ist natürlich ganz nett. Das könnte ich mir in einer schnicksigen Situation... schon vorstellen? Kennen Sie den Heimlichangriff? Nein, kennt sie nicht. Das ist verständlich. Nein, danke. Warum sollte ich dir die Tageszeit nennen? Ja, das ist eine gute Frage. Warum sollte sie mir die Tageszeit nennen? Verstehe ich nicht, was die sagen, oder reden die wirklich so miteinander? Notfälle. Ich habe meine Uhr verloren. Okay, sehr gut. Komm wieder ein bisschen zurück. Ich frage mich, ob sie oft rauskommt. Okay, also sie will mit uns irgendwo hingehen. Boah, das ist voll das Dating-Game gerade hier. Okay, das kann der Ustra. Der Schnipsenjäger ist voll in seinem Element. Natürlich, wenn ich irgendwo hingehen würde, dann würde ich natürlich... zurechtfinden. Und ich würde... haben Sie eine Karte? Na, ich würde natürlich gerne ins Theater gehen. Oh, nicht okay? Entschuldigung! Du bist doch nicht nervös, oder? Nein, danke, ich bin nicht nervös. Zurechtfinden. Bin ich nervös oder nicht? Also ich bin schon ziemlich nervös. Ich habe noch nie mit so einer großen Frau gesprochen, die mich essen will, wenn ich es falsch mache. Du bist doch nicht nervös, oder? Was sagt man denn auf sowas? Wenn ich nervös wäre oder wenn ich nicht nervös wäre, was würde ich so einer Frau denn sagen? Tut mir leid, ich verstehe nicht.
Dieser Austausch wird etwas schwerer werden, wenn sie den Kopf meiner Seekuh klaut. Okay, also irgendwas mit Kopf nicht gut. Kopf ist nicht gut. Wie viel kostet das denn? Ich könnte sie das natürlich wiederholen lassen, damit ich dann weiß, was sie gesagt hat. Ich glaube, das mache ich auch noch mal eben, weil er mir jetzt da nicht zwischengequatscht hat, aber ich muss mal eben... bitte wiederhole das. Was ist, wenn ich dir deinen Kopf für meine Sammlung abreißen würde? Ja, das weiß ich doch. Das ist verständlich. Das ist okay. Es ist völlig in Ordnung, wenn du mir den Kopf abreißt. Da stehe ich natürlich drauf. Aber nein, da stehe ich natürlich nicht drauf. Ich habe nichts zu verzollen. Das könnte man natürlich sagen. Auf so eine Situation. Was würde ich dazu sagen? Was würde ich denn dazu sagen? Ich würde sagen... Dieser Austausch wird etwas schwerer werden, wenn sie den Kopf meiner Seekuh klaut. Ja, ich weiß. Deswegen bitte mach das nicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Kann ich Ihnen helfen? Ich sage ihr nochmal, das ist verständlich. Nein, danke. Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal starten. Sie kommt gar nicht aus der Höhle raus, das kleine Knutschtier. Das hätte besser laufen. Das ist korrekt. Aber wir werden ja nicht Guybrush Threepwood. Außerdem wäre ich nicht Ustra, wenn ich das nicht im gewollten First Try machen würde. Komm. Okay, lass uns nochmal los. Diesmal werden wir es hinkriegen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das doch schaffen werden. Und die Frau ist einfach nur... Ich möchte niemanden, der viele Sorgen mit sich rumschleppt. Geld und Gewohnheiten. Ha, es ist wirklich schwierig. Wie soll ich denn auf sowas reagieren? Mit solchen Dingen? Okay. Oh mein Gott, das wird schwieriger als ich dachte. Vielleicht cutte ich das auch, aber ich muss mir gerade selber hier krasse Gedanken machen. Was sag ich ihr denn? Mein Kerl scheint ziemlich sorgenfrei zu sein. Ja, wie soll ich ihr das sagen? Das ist ja nett, dass du mir hilfst, Guybrush. Nein, danke kann man natürlich nicht sagen. Geld und Gewohnheiten. Ich denke, hier ist das. Wie viel kostet das? Akzeptieren die Reisechecks? Sind die Steuern schon eingereicht? Na, sind die Steuern schon eingerechnet? Entschuldigung. Ich habe nichts zu verzollen. Wie kann ich denn klar machen? Dass ich keine Sorgen habe. Ich habe keine Sorgen. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Sorgen. Warum rege ich mich überhaupt auf? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Woher soll ich das denn wissen, Frau Seekuh? Das ist verständlich. Warum gibt es keinen Sinn? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll.
Ich weiß es doch auch nicht. Du machst es mir nicht einfach. Meine Antworten. Ich... Nicht mein... So eine... Ich kann... Wie soll ich mit der Schnipse kommunizieren, wenn die Schnipse mir sagt, oh ja, warum machen wir das die Männer so schwer? Und dann habe ich die Antworten wie, ich mag scharfes Essen. Was hilft uns das? Oh, das muss ich nochmal haben. Bitte wiederhol das. Ihr Männer seid ein Haufen kalter Fische. Okay. Ich bevorzuge es scharf und würzig. Okay, das war clever, dass ich das gesagt habe. Okay, das habe ich verstanden. Pass auf, wo du hinschwimmst. Niemand kennt den Weg zu meinem Herzen. Haben Sie eine Karte? Oh, snap, der war gut. Komm raus da aus deiner kleinen Höhle, komm schon. Nachdem ich dein Herz gefressen habe. Okay, okay. Das Essen war ausgezeichnet, würdest du sagen. Das würdest du nämlich sagen über mein Herz. Ich bin ein ziemlich harter Kerl. Mama war einsam. Oh Gott! Wiedersehen! Riesenseekuh. Okay, das war doch gar nicht so schwer. Der hat uns ja immer richtige Tipps gegeben, wo, in welche Kategorie wir suchen müssen. Ich war nur zu dämlich. Ist ja auch nicht das erste Mal. Boah, hier ist die andere Seekuh. Holy fucking shit! Liebe! Huch, jetzt habe ich einfach aus dem Game getappt. Ich hoffe, das war okay. Liebe! Wo man hinsieht. Entschuldigung. Ich habe natürlich... Lass uns in die Höhle gehen. Hier irgendwo muss ein La Esponja Grande sein. Und den wollen wir haben. Da ist er! Da ist er. Der legendäre Esponja Grande. Ich habe Meere durchquert, eine Inselbelagerung überlebt, unzählige Feinde überwunden, sieben mehr oder weniger, eine Reise in den Gedärmen einer Seekuh unternommen und das Liebesleben von Meeresbewohnern angekurbelt. Und alles nur für diesen einen Moment. Oh, ich hätte ihn mir größer vorgestellt. Aber er wirkt wahrscheinlich. Und ich bin meinen Scheiß schon mal los, so wie es aussieht. Keine Pocken mehr für mich! Wow, es funktioniert! Ich fühle mich schon viel besser. Zeit, La Esponja Pequeño zu Elaine zu bringen. Okay. Wollen wir noch weiter auf den Meeresgrund starren oder gibt es da noch tatsächlich was? Hallo! Mo, ich hab ihn! Endlich haben wir ihn! Wir haben den alten Coronado so richtig schön hinters Licht geführt, nicht wahr? Jetzt muss ich nur noch zu ihr zurückkehren und... Ich wusste es! Nein, Dekava, es ist nicht so, wie es aussieht. Sie, dein hinterhältiger Schwamm- und Frauendieb! Wir sind am Ende angekommen! Wirklich? Hör mir doch zu! Bugeye, ich dachte, du würdest nie wieder unter einem Tyrannen dienen. Angesichts der aktuellen Ereignisse hatte ich einen philosophischen Durchbruch. Aber was ist mit Moose und Noogie? Wo ist... Gentlemen, aus diesem Grund sollte man stets Plan B parat haben. Okay. Das war's wohl mit Plan A. Und wie lautet Plan B? Sehr lustig. Au! Das muss versteinertes Holz sein. Dafür, dass sie von einem Verrückten gemacht wurden, sind diese Käfige überraschend stabil. Spiel gespeichert. Oh mein Gott! Wir hängen ziemlich in den Seilen. Ich komm da nicht dran. Morgen!
Morgen! Erreichst du das Seil, das meinen Käfig hält? Erreichst du das Seil, das meinen Käfig hält? Es ist zu weit weg. Okay. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Keine Ahnung. Das ist dein Ding, nicht wahr? Das ist korrekt. Kriegst du das Seil, das deinen Käfig hält? Erreichst du das Seil, das deinen Käfig hält? Nein, ich komme oben nicht durch. Okay, ich lass mir was einfallen. Ich lass mir was einfallen. Mach besser schnell. Der Carver kommt davon. Ich komm schon klar. Aber beim nächsten Mal werden wir uns hier weiter mit Tales of Monkey Island rumschlagen. Dankeschön, dass du dabei warst. Unterstützung, bist du dir sicher bewusst, wie das funktioniert? Falls du nochmal eine Auffrischung brauchst, dann schau doch einfach mal auf der Website nach. Lass einen Daumen da oder schau mal im Shop. Das würde mich natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.